Freunde, willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Letzte Folge haben wir jetzt Charon kennengelernt. Ganz nette junge Dame. Und haben jetzt ein Heli geklaut bei der Flugabwehrstation, die wir letztes Mal in die Luft gejagt haben. Und müssen jetzt einen feindlichen Heli, der uns aufgespürt hat, erledigen. Gehen wir es an, Leute. Okay. Gar nicht so einfach. Pizza. So. Nachladen. Wir müssen nur so ein bisschen umkreisen. Oder sind wir auch schon ordentlich lang genug? So, jetzt wollen wir uns aber. Komm schon. Wir drehen uns im Kreis, Bruder. Na komm, komm. Hey, wie viel hält der aus? Na komm schon. Oh, jetzt kommen wir wieder. Ein richtiger Luftkampf hier. Stürzt ab. Wo ist er? Oh ja. Der war auch wir. So, weg ist er. Wo von oben? Weil er mit abgestürzt ist. Ah, okay. Aber auch uns hat es ordentlich getroffen. Ganz schön laut. Alter, was ist denn los? Ja, wir haben letztes Mal schon den Sound eingestellt, ne? Radio. Können wir ein bisschen runter machen. 35. Dialoglautstärke können wir lassen. Allgemeine Lautstärke würde ich auf 75. Also mich nervt schon tatsächlich echt. Machen wir auf 55. Effektlautstärke machen wir auf 80 runter. So. Immer noch so ätzend laut. Ich verstehe mein scheiß eigenes Wort nicht. Fliegen wir mal schön über den Wald, über den Dschungel. 200 Meter noch. Easy. Okay. Jawohl. Schön. Nice, nice. Dann holen wir uns die Medizin nochmal. I see you, Hovron. The Pinga. Every soldado in Yara can see you. Das ist halt kacke jetzt. Komm rein damit jetzt. Anstatt zu helfen. Komm, jetzt kommt Video. Danny, you got a supply. Palapinga, el tigre, feast of the revolution. You gotta sign my pants. ¿Cómo se llama, señorita? Honrón. I'm with La Moral. La Moral. Terroristas. Honrón, this is Lore. I know who he is. I think the word he's looking for is guerrilla. You're not guerrillas. You're a street gang. At least we're not hiding on the mountain while the world goes to shit. Have you seen what's going on down there? Go, check out a Biovida facility. I dare you. The legends don't take orders from anarchists. ¿Entiende? Enough, Lorenzo. No, you know what? Fuck you. La Moral is keeping these supplies. This is our revolution, not yours. A farmer got caught in the crossfire today. Took a bullet in the stomach. Without this, he won't make it to tomorrow. Look,
Lucky mama. A lot of the bullets I pull are from La Morale. There is a difference between playing with guns and fighting La Revolution. El Tigre. Si. Okay. They're big on lectures. If these abuelos want to live in their museum, whatever, a quien le importa. But maybe I borrow some souvenirs. Talk to me when you got a minute. Mhm. Also, ich finde sie ganz nett. Die Choron oder wie sie heißt. Warte mal eben. Alles klar. Wie was ich will. Die von mir. Lass uns mal eben gucken. Die neue Revolution. Okay, haben wir sonst noch was? Okay, das war hier das Jagdgebiet. Hier ist jetzt ja keine neue Mission, ne? So wie ich das sehe. Doch, hier oben. Das wäre jetzt für Rang 6. Diesel Daisy. Hört sich auch geil an. Ich würde sagen, dann machen wir hier weiter. Ron oder El Tigre? Komm, machen wir El Tigre erstmal weiter. Okay. Those medical supplies will put a lot of guerrillas back together. Gracias. Lucky appreciates them too. Even if she doesn't show it. And bringing La Morale was smart. This camp needs young blood. Shakes things up. Now we need to work on Lorenzo. Half the abuelos out there hang on his every word. Honron said Lorenzo should visit a Biovira facility. But getting Lorenzo to do anything is like pulling a tank through the mud. Sideways. I'm going to give him a little reminder of what we stood for. And you are going to bring the Biovira to him. All you got to do is tiptoe in, take photographs of anything suspicious, and get out. For a so-called research facility, they have way more guns than lab coats down there. They're hiding something, baby Tigre. And we're going to slap Lorenzo in the face with whatever it is. Okay. Machen wir. Hope you have good camera skills. What the? Keine Filter. Scheiße. Okay. You kids say no filter? Oh, da kann man ein Heli nehmen. Let's go. Smells like old around here. Mhm. Ja. Danny, vamos. Ja. Puh. So. Let's go. Einsteigen bitte. Ach, guck mal, sogar die Glühwürmchen ja der Laterne. Oder Motten. Motten sind es ja, glaube ich, ne? Die da. Ekelhaften Viecher. Oh, easy, können wir mal schnell hinfliegen, ne? Hier über die Felder. Okay. Jetzt sind wir wieder im Suchgebiet. Ah, oh. Okay, shit. Das habe ich nicht bedacht. Tschüss, Heli. Oh, ein bisschen rechts rum. Vielleicht finden wir hier ein Auto. Wir sind hier in der... Achso, das ist die Flugverbotszone nur. Bewegen dürfen wir uns hier wahrscheinlich trotzdem frei. Okay, unter uns ist einer mit dem Pferd. Da fliegen wir einfach mal drüber weg. Und versuchen mal Richtung Straße zu kommen. Aber wir sind ja gar nicht so weit weg. So, mal den... Zack. Fertig. Primo ist bereit. Okay. Was für ein riesen Pferd. Ist das Büffel? So. Baby Tigre, while you're at the facility, there's someone I want you to look for. Who? Her name's Gabriella. She's a girl from the fishing village. Used to bring us food and supplies.
Lorenzo used to tease her for her tattoos and her crazy hair colors. We loved her visits, until one day she told us she had some good news and said she'd be leaving Yara. That was the last time we saw Gabriella. Okay. My neighbor thought he saw her at that Biovita place. Tattoos and colorful hair. I'll keep an eye out for her. Gracias. I'm worried. Okay. Okay. Ein Foto, ja, machen wir. Alles klar. Ich sehe, mach ein Foto, ja. Alles klar. Okay. Ich wollte hier gerne drauf und ein bisschen mit dem Sniper arbeiten. Das ist ein Engineer. Ah, okay. Das sind zwei direkt, ne? Gehen wir mal hier hoch. Was machen die? Wie hoch ist das? Okay. Ich glaube, die können wir ausschalten. Moin. So. Oh, er ist sogar ins Wasser gefallen. Tschüss. Officer. Ah, oh. Eine Hilfe rufen jetzt hier, ne? Schwester. Das wollen wir direkt mal ausschalten. Kommt jemand hoch? Nee. Obwohl. Doch. Komm hoch, wenn du meinst. Halt, stopp. Ja, häng dich hin. Warte mal. Gut. Hat doch ganz gut geklappt. Wo könnte hier noch einer sein? Noch ein bisschen snipen. Kamera. Da hinten noch zwei. Okay. Offizier. Würde ich ganz gerne auch. Killen beide. Halt erst den Offizier. Da hinten ist noch einer. Das kostet die Welt. Zack. Sauber. Hat er das gehört? Sieht fast so aus, ne? Okay, er kommt. Will er zu uns? Soll er kommen, ne? Ah, hier. Shit. Poison. Ah! So. Kommt er hoch? Nee. Und doch haben wir da zwei hängen. Okay. Dann geh weiter, weiter, weiter. Du musst schon bis hierhin kommen. Komm, oder? Trüdel nicht so rum. Oh. So. Läuft doch. Runter hier jetzt. Ist eine Seilrutsche. Ich hab gar nicht gemerkt. Ein bisschen Muni sammeln erstmal. Den Koffer hier mitnehmen. Hallo? Koffer? Nochmal. So. Soll mal ein paar Fotos machen, ne?
muss gucken, dass hier keine Kameras sind, sonst ist der Alarm hier direkt. Ich dachte schon. Tagieren, wir machen das mal. There's something under the water. Hä? What the fuck is in the lake? Aber das herausfinden, echt? Oh. Wow. Okay. So many dead bodies in the water. I think I'm going to be sick. Castillo, you fucking monster. I need more pics. Oh, Alter. Okay. Gut. Tja. Was soll man dazu noch sagen, ne? Ich weiß nicht, was da abgeht. Those look like cages. But for what? These people are sick. Really sick. Okay. Testperson 323, weiblich, Tag 3. Die Lähmung breitet sich vom linken Arm der Person über die gesamte untere Körperhälfte aus. Organversagen steht bevor. Sollte so schnell wie möglich zu Paria Zone 3 am Wasser transportiert werden. Okay, ich... Binga. That must be Gabriella. Das ist Binga. What the fuck are they doing to these poor people? Alter, I need more was peace. Ist hier los? Is this what they're doing to all the outcasts? Alter. Das ist schon echt krass. Wo ist die Kamera? Ist nichts für schwache Nerven auf jeden Fall. Hinten ist irgendwo einer. Und ich meine, das ist ja aus der richtigen Welt gar nicht so weit hergeholt, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es das der ganzen Welt überall gibt. Nicht überall, aber ihr wisst, was ich meine. Was? Da rein. Jo. What is going on here? Okay. Da sind auf jeden Fall noch Leute. Habe ich nicht. Mal gucken, wo die sind. Die können wir jetzt nicht so sneaky ausschalten. Na gut, vielleicht kriegen wir die mit dem Headshot mit der Pistole weg. Engineer. Okay. Sorry. Ich wollte das doch gar nicht. Wurde genötigt. Dann lass mal rein da, ne? Ah, hier ist die Schlüsselkarte. Sauber. Was war jetzt? Ach, kann auch hier rein. Okay. Licht gibt's hier wohl nicht. I've got a bad feeling about this place. Oh ja. Vorräte. Medizin. Medizin. Alles mitnehmen. Alter, ich habe Angst, was wir finden werden. Was für eine krasse Scheiße. Okay.
Da kommen wir nicht rein. Man sieht hier nichts mehr, wenn das so dunkel ist. Okay, ein bisschen hoch. All this bullshit about treating cancer. What are they doing to these poor people? This should be enough to convince Lorenzo. Was ist denn da los? El Tigre, I got the pics. You won't believe what they're doing to our people. It's horrific. Oh, I believe it. But it's Lorenzo who needs convincing. And what about Gabriella? I don't know what to tell you. She's gone. I had a feeling. Okay, get those photos back to camp. It's time for Lorenzo to wake up. Alter Schwede. Okay. was haben die da vor? We were just kids, El Tigre. Lorenzo. I took pictures of that place Horon was talking about. You swipe to the left. They look free to you. Merde. This is what Libertà and La Morale are fighting. You can hate us, but at least we're doing something about it. No one deserves this, Lorenzo. This is happening all over Yara. You just can't see it from so high up this mountain. I can't look at this anymore. I didn't vote for Castillo. The war is over. So that was a waste? That's the end. Hm. Shoot the tree. Dann wollen wir das mal hoffen. Ja, die Folge war jetzt auf jeden Fall nicht ohne. Einiges gesehen, was ganz schön verstörend ist. Keine Ahnung, was da los ist bei den Leuten. Ja, ich würde aber sagen, wir beenden hier die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke, dass ihr da gewesen seid. Ihr könnt abonnieren, alles machen, was ihr wollt. Ciao mit V.